tell me I'm awesome, yeah. Hey Leute, was geht? Prunz, ein herzlich willkommen zu einem weiteren Squabbler Battle auf meinem Channel. Ganz frisch rausgekommen, die Second Inform Karte von Vinicius Junior. Die hat einen Wert von momentan fast 700.000 Münzen. Das ist echt geisteskrank. Ja, um den geht's heute und der Gegner ist Heisen. Yo Leute, was geht ab? Vielen Dank für die Einladung, Danny. Ja Leute, ich freue mich hier zu sein und ja, let's go, Alter. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird bei uns wieder. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ihr seht es im Hintergrund, wir haben den Einspieler schon drin. Die Teams werden gleich zusammengebastelt. Ihr kennt das ganze Format, muss hier nicht viel zu sagen. Relativ lustig, wir haben ja vor einem Monat ungefähr aufgenommen schon und das war das allererste Squabbler-Battle in deinem Leben. Inzwischen hast du ja ein bisschen mehr Erfahrung. Ja Mann, also ich bin jetzt seit einem Monat auf YouTube und mein erstes SBB war gegen dich und jetzt habe ich ein paar mehr SBBs gemacht und bin jetzt ein bisschen fortgeschrittener, Freunde, also ein bisschen bessere Teams, ein bisschen inspiriertere Teams habe ich jetzt gebaut. Ja, werdet ihr gleich sehen. Letztes Mal habe ich glaube ich das halbe Team erraten, ich bin gespannt, wie viel ich heute errate. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, Niklas, ihr kennt ihn, E-Sportler vom HSV, übertrieben guter Spieler, ich glaube du bist bei Rivals. Vermutlich immer noch in der Top 200 der Welt. Whatever. Auf jeden Fall, es wird ein sehr, sehr interessantes Game. Checkt auf seinen Kanal ab. Da gibt es einen Rematch. Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, du darfst als erstes sogar den Zettel reinhalten, was du glaubst, wen ich hab. Okay, warte, ich halt rein. So, ich halt rein, Digga. Okay. So, Jungs, ihr dürft mich heute El Exotico nennen. Wir haben exotische Spieler am Start. Okay, den ersten Spieler, ich gebe zu, den kann man nicht ernst nehmen. Es ist Coutinho Gold. Aber der musste genommen werden, damit ich andere Spieler spielen kann, die man sonst nie sieht. Der zweite ZOM ist eine SBC-Karte vom Once to Watch Event, der sogar schon geupgradet wurde. Anderson Talisca aus der arabischen Liga und als Stürmer. Jetzt wird's ganz wild. Noch nie gesehen, dass den einer spielt. Arabischer Hero Al-Jabba. Der Mann nimmt dieses Battle zu ernst, Freunde. Ich hab Modric. Bro, ich will, dass hier nichts erraten wird bei mir. Nichts erraten. Also mit Al-Jabba, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Modric, Firmino und Thiago. Also, ja, also bis ich auf Al-Jabba komme, brauche ich wahrscheinlich noch 3 Jahre YouTube-Erfahrung. Aber ich sag euch ehrlich, ich glaube, den hätte auf diesem Planeten niemand erraten. Bin ehrlich stolz auf diese Kombos über Brasilien mit Talisca. Sieht ganz cool aus, ehrlich. Leute, guck mal hier, für die Kombo schon mal 10.000 Likes. Ah, ist klar. Okay, ich halte mal rein, was ich bei dir glaube, wer am Start ist. Ja, Freunde, wir haben einen Sturm, eine SBC-Karte, und das ist ein Franzose. Und, warte, wo ist der? Es ist auf jeden Fall, da ist er. Es ist auf jeden Fall Karim The Dream Benzema, Freunde. Geisteskranke SBC-Karte, er hat 79 Pace nur, aber irgendwie fühlt er sich auf jeden Fall schneller an. Freue ich mich auf jeden Fall gleich mit dem zu zocken und dir ein paar Dinger reinzuhauen. Und auf der linken zentralen Mittelfeldposition. Hey, stopp, rechter Flügel, Bro. Rechte. Oh, sorry. Rechter Flügel, ich war schon zu schnell. Rechter Flügel haben wir auf jeden Fall auch ein Chelsea-Spiel am Start. Und es ist Hakim Ziyech. Ja, okay. Ja, Karim The Dream Benzema kann auf jeden Fall rutschen. Ich hätte niemals gedacht, dass du die SBC gemacht hast. Aber ja, ich habe Benzema trotzdem stehen. Also der kann auf jeden Fall weg. Bronze-Torwart dahin. Und rechter Flügel habe ich nochmal auf Kacke gehauen. Ich dachte, du kommst mit Dembele Rule Breaker. Der ist jetzt nicht dabei. Aber auch trotzdem gut schon mal den ersten zu erraten. Er ist recht, wenn es der Stürmer ist. Das ist ein Riesenvorteil. Geil, ey. Fängt schon mal super an. Ich sag ja jetzt bessere Teams und so und du snipest direkt den ersten Spieler. Perfekt, Digga. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall weiter, oder, Bro? Perfekt, Jo. Okay, Freunde, die mich supporten, wissen, Jürgensen darf nie fehlen. Jürgensen ist irgendwie immer am Start bei mir. Diesmal auch wieder am Start. Jürgensen, Bronze-Torhüter. 63 im Sturm jetzt am Start und haut dir die Dinger heute rein, Danny. Aber ich würde sagen, es wird Zeit, dass du auch mal mit einem Bronzespieler spielen musst. Deswegen halte ich jetzt rein. Ich hoffe, einer von den beiden Jungs hast du am Start. Mein Icon kommt und ich sage euch weiterhin El Exotico. Sag mir einen, der rechten Mittelfeld David Beckham Icon bisher gespielt hat. Kenne ich keinen, kenne ich niemanden. Will ich spielen heute. Kostet sogar 500.000, der Mann. David Beckham ist zum einen da und im ZM. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen Angst. Ich habe auf Kacke gehauen. Wir haben einen Mann für 800.000 Münzen fast. De Jong, Road to the Knockout. Frankie De Jong? Nee, diesen Stürmer da, diese... Wie heißt der? Nigel. Junge, war nervig. Hast du den? Ja. Der muss auf jeden Fall weg. Ich habe aber gar nicht... Ich wusste gar nicht, dass De Jong eine Special-Card hat. Ich dachte an den Golden, wo du gesagt hast, der kostet 800.000. Habe ich Handy schon weggelegt. Dachte mir, okay, das war's. Aber sehr, sehr nice. Frankie De Jong habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Deswegen, da tun wir auch mal einen Bronze-Torhüter hin, würde ich sagen. Scheiße.
was ist das denn, ey? Was ist das denn? Der ist so zentraler Angelpunkt in der Formation, der ist einfach weg. Ja. Ah, Bro, jetzt, also du bist ja El Exotico, aber jetzt mit Frankie de Jong, Greenlink zu Coutinho warst du jetzt noch nicht so exotisch unterwegs. Junge, ich hätte auch jeden Brasilianer nehmen können und so, aber ich wollte halt ein bisschen budgettechnisch nochmal auf Kacke hauen. Egal, komm, mach du mal deine drei Spieler rein, davon habe ich sowieso auch ja, zwei. Ja. Also auf den einen kommst du auf jeden Fall gar nicht. Das ist nämlich mein ZM und das ist ein guter Mann. Ich weiß nicht, warum ich den aktuell nicht finde. Da ist er nicht. Da ist er. Moss Tovoyi heißt der Mann. Muss ich gleich noch eine Positionskarte geben. Ist noch Stürmer, aber der wird gleich ZM. Ist auch eigentlich ZM. Genau. Auf der anderen ZM-Position, wenn du den hast, glaube ich auch nicht. Denn es ist... Ja, ich habe ein bisschen auf Kacke gehauen, Freunde. Es ist Patrick Vieira. Also... Wenn der Mann heute baden gehen müsste, würde es wehtun. 4,5 Millionen Coins am Start. Okay, das ist geisteskrank. Ey, Digga, die haben bei mir auf dein Video geschrieben, dass ich zu günstig baue. Ich dachte mir, nee, das gebe ich mir nicht nochmal. Deswegen habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr reingehauen. Und ich habe N'Golo Kanté am Start noch zusätzlich. Also ich habe heute richtig, Coins in die Hand genommen für dich. Das entwickelt sich zu meinem Lieblings-Squad-Builder-Battle hier. Bruder, du sagst, den Spieler hast du auf jeden Fall nicht. Ich zeig's auf meiner Tafel schon auf Mostovoy, als du den Satz ausgesprochen hast. Aber zumindest muss ich ihm da keine Positionskarte geben, weil er ist noch Stürmer. Perfekt, ja. Okay, ja, der kann auf jeden Fall weg. Kanté kann auch weg. Was redest du? Der würde sowohl zu Benzema als auch zu Ziyech linken. Also so undercover war Kanté jetzt nicht. Und ich habe Saul noch aufgeschrieben, der war falsch. Damn. Aber zwei Spieler weg, ein halbes Team ist Bronze gerade. So, das läuft. Komm, halt du wieder rein. Ja, Freunde, ich halt rein. Ich bereue es jetzt schon, mit dir einen SBB aufzunehmen zu haben, ein bisschen, aber passt. Alles gut, ich höre rein. El Exotico, es kommt die nächste wilde Liga. Ich brauche nämlich noch eine wilde Liga. Oder ich brauche noch eine neue Liga. Es wird die portugiesische mit Wendell. Ich hoffe, der darf spielen. Und auf der rechten Seite gehen wir erneut in die spanische. Wobei ich ein bisschen Angst habe, weil die Road to the Knockout-Karten haben mir eben kein Glück gebracht mit De Jong. Ich hoffe, diesmal Navas als Rechtsverteidiger. Jo, kannst du mal überhalten. Acuña und Wan-Bissaka. Schade, Schokolade. Ich wusste, dass du irgendeinen Engländer nimmst, weil der den Strong Link zu Beckham hätte. Ja. So, okay, jetzt hoffe ich, dass dein Linksverteidiger aus der spanischen Liga ist, damit der den Strong Link zu Mostovoy gehabt hätte und Rechtsverteidiger vielleicht Franzose. Digga, ich geb an, Digga, nein. Oh, das sieht nicht gut aus. Die Predictions waren schon mal richtig. Oh, warte. LV habe ich. Ein Spanier, also spanische Liga, Spanien. Und es ist Jordi Alba. Ich habe schon Angst, das zu sagen, Digga. Und auf der RV-Position habe ich einen Franzosen aus der Bundesliga. Oh. Sag mal, so einer von beiden darf nicht mitspielen. Es ist auf jeden Fall nur die Mukiele, ja. Ich dachte, du änderst jetzt noch schnell auf Saar von Bayern, diesen Non-Rare. Nein, nur die Mukiele. Ja, nee, Mukiele kann weg. Ich habe Dest noch aufgeschrieben als Linksverteidiger, so als Undercover-Inform. Dachte ich, du hast ihn vielleicht in Rot und benutzt den. Ah, nee, Mukiele, der, die Road to the Knockouts, die bringen heute nicht das Glück. Der kann auch weg. Es bleibt dabei, halbes Team Bronze bei dir. Lecker. Perfekt, Digga. Ich habe nur die Mukiele vergessen zu kaufen, also perfekt, dann muss ich nicht nochmal. Junge, was hast du überhaupt gemacht? Spieler nicht umgeformt, Spieler gar nicht gekauft und sowas. Ein Spieler, Danny, ein. So, Freunde, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo Mukiele hin ist und er war noch bei der Kandidatenliste. Ich check das noch nicht so wirklich, wenn man einen Spieler kauft, steht dann auf der Kandidatenliste und man muss ihn erstmal hinzufügen, wenn man ihn erbietet. Auf jeden Fall, ja, habe ich ihn gefunden, aber bringt ja mir eh nichts, denn es nimmt für ihn John Platz. John, Kyle John, RV, Spieler, Nachwuchsspieler von Everton, Nachwuchsspieler von Chelsea am Start. Gute Männer, müssen gleich zeigen, was sie drauf haben. Ich werde auf jeden Fall jetzt reinhalten und ich hoffe, du musst nochmal einen Bronze-Innenverteidiger, Bronze-Torwart ran. Ich halte auf jeden Fall rein. Ich hoffe nicht. Es kommt wieder ein Road to the Knockout. Ich bin nicht über Brasilien wieder zurückgegangen in die La Liga, sondern ich bin in der portugiesischen Liga geblieben. Lucas Verissimo, auch noch nicht gesehen, dass ihn irgendjemand gezockt hat. Okay, rechter Innenverteidiger hatte ich wirklich nur einen einzigen Spieler, den ich nehmen konnte, der auf Chemie kam. Das ist Piqué. Und im Tor musste ich tatsächlich jetzt auch einen Keeper von... Ja, Dingens nehmen. Wie heißen die nochmal? Ah, Benfica, Barcelona. Genau. Barcelona.
Schade. Guter Versuch auf jeden Fall, wenn ich den auch irgendwann mal gefunden habe. Aber auf jeden Fall hört sich das so an, als hättest du, wenn denn, maximal Piqué und den wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich habe Militao, Alaba und Ter Stegen. Also heute gehe ich baden, glaube ich, Freunde. Obwohl, ich hatte das erste SBB gegen dich gewonnen, ne? Auf deinem Kanal. Also das Team ist so fresh gebaut. So fresh gebaut. Aber das Ding ist, wäre der De Jong noch da, das wäre ehrlich ein schönes 2,5 Millionen Coins-Team ungefähr gewesen. Aber du hast leider den teuersten Mann rausgehauen. Also trotzdem sehr cooles Spiel noch dabei. Beckham 500.000. Vinicius 700.000 gerade. Na, war es auch teuer. Ja. Ja, dann kommen wir zu deinen, ne, hinten. Ja, Bro, ich habe ehrlich ein bisschen Angst, weil mein Team ist eigentlich richtig viel wert gewesen. Ich glaube, 5,5 Millionen auch am Start. Aber jetzt ist es mittlerweile nur noch Patrick Vieira und Vinicius, die wehtun könnten. Ich hoffe, du knallst mir jetzt nicht die letzten Spieler weg, denn es ist in der Innenverteidigung. Ich habe mich voll für die Bundesliga entschieden. Es ist einmal Upamecano auf der rechten Innenverteidigung. Auf der linken Verteidigung habe ich mich für... Ich wusste nämlich, dass... Auf den kommst du auch nicht. Niakate heißt der Mann. Niakate, wo bist du, Junge? Da, Niakate. Und im Tor habe ich eine Inform-Karte und es ist Kevin Trapp. Okay, bei Inform wurde ich kurz nochmal hellhörig, weil ich habe einen französischen Inform aufgeschrieben, Lafont. Der hätte sogar auch gepasst, ne? Der wäre auch auf Fullcam gekommen. Aber nee, so hast du mich rasiert mit den letzten. Von denen darfst du tatsächlich alle drei behalten. Man glaubt es kaum. Ja, das freut mich auf jeden Fall, aber ich meine, es sind trotzdem, also mein Team... ist trotzdem noch 645, also immer noch über 5 Millionen Coins wert. Könnte immer noch gleich Serveto mit 4 Bronzespielern. Perfekt. Also das SBB hier heute ist ehrlich anders. Ich bin gespannt auf das Match. Wir gehen rein. Okay, ich sehe da schon einen mit der Nummer 1 bei dir rumrennen und sowas. Respekt. Cool werden. Respekt Jürgensen. Aber in der Verteidigung hast du halt gar keine Bronzespieler. Naja, das ist ein bisschen weird. Was für keine Bronzespieler, John? Ja, in der Innenverteidigung mache ich jetzt. Achso, ja. Guck mal, Al-Jabba, der sieht schon aus, als wäre der krank. Ja, schon. Das ist halt jetzt das Ding, ne? Du hast exotische Spieler genommen, aber die sind ja auch einfach nicht so gut, ne? Also. Nein, der ist rechts, was alles richtig ist. Zieh, Junge! Zieh, du bist Gold Coutinho, Mann! Du bist eine Maschine! Gold Coutinho! Ja! Der Mann kostet 700 Münzen, habe ich dick investiert, um so einen Profi bei mir zu haben. Ich meine die Karte. Wie kann 69 Pace an Upamecano so leicht vorbei? Ich weiß es auch nicht, Mann. Der Typ war so schnell gerade. It's Coutinho time. It's Coutinho time. Oh mein Gott. Okay, ich zitter hier gerade so, ne? Jürgensen, guter Spieler. Komm. Nein, Vinicius. Ah, er moved sogar! Was? Ist das Elva jetzt? Nee, der. Warum nicht? Ich war Elva! Ich dachte, aber zieh dich mal. Muss geben eigentlich, ne? Eigentlich. Der Pass läuft natürlich, ne? Mein Keeper zeigt dir, wie das geht. Guck. Ja, das ist unfassbar. Torwart. Bitte. Ja, nein! Was ist das denn? Oh mein Gott! Der wäre richtig geil gekommen. Ich habe immer Angst, wenn Jürgens noch Ball ist, ey. Das geht gar nicht. Nein, da muss man ran. Nein! Ja, gut, viel Platz. Wir treten die Luft ein bisschen früher, Leute. Nein. Oh, ich wollte auf den Torwart spielen, so gerne, Digga. Schiri, Halbzeit. Hallo. Komm schon. Ja, okay. Nein, oh mein Gott. Wenn der reingeht, dann kann ich meinen YouTube-Account auch gleich wieder deaktivieren. Patrick. Zeig, noch mal damit. Hier, der Bronze-Keeper. Zack. Tschuliska! Nein! Oh mein Gott! Vinicius, auf den Torhüter. Schieß! Oh! Bro! Wie geht der rein? Ich schieße mit meinem Grüntime-Finish auf solchen Spots, die gehen nicht. What the fuck? Ich hab alles erreicht. 63er Torhüter. Was? Kein Bock mehr. Kein Weh mehr. Alles erreicht im Leben. Beckham. Der war stark. Nein. Auf wen passe ich denn? Auf ihn! Ey, das auf ist, Coutinho! Das ist so unfair. Er ist der Beste! Er ist der Beste! Der Beste! Ja! Weil soll ich dir Tutorial senden, wie man Kanal löscht? Oder findest du selber? Bro.
Ich muss das heimzahlen. Dass du mit Keeper hier Tor gemacht hast, war einer zu viel. Aber was ist schlimmer, so ein Tor zu kassieren oder vom Keeper? Schreibt gerne in die Kommentare. Ich so ein Tor, sag ich dir. Lass die Jungs in die Kommentare schreiben. Ja, könnt ihr aussuchen, Leute. Könnt ihr. Aber ich, Hauptsache gewinnt das Match am Ende. Ja, hier mit Coutinho drücke ich dir gleich noch ein, weil der ist heiß. Guck, tschüss. Kurzes Eck diesmal. Oh mein Gott, er schießt so schlecht! Er ist der Schlechteste! Der, wie kann man so scheiße schießen? Dieser Vinicius, ne, wer den kauft und es ernst meint, der hat so Lack gesoffen abseits. Nein, Russell! Hab ich gesehen. Gott! Mit Bronze, Bruder! Was du machst, das ist lächerlich, Digga! Ey, das ist lächerlich! Ey, Danny, soll ich dir Tutorial schicken, wie man den Kanal löscht? Junge, wie war das Kanal? Dieser Vinicius Junior schuld! Dieser Vinicius Junior! 59er ZM, Digga! Mach das mal mit deinem 59er ZM, ich will das sehen! Ja, ich hab doch gar keinen, ich hab nur einen Keeper. Wir können hier kein Rainbow. Ja, was ist das für ein Spiel, Mann? Nerven sie. Ja, das Spiel ist so geil, Digga. Ich glaub, also zumindest fühlt sich das an. John. Ja. Ay, Jabba. Oh mein Vinicius, ey. Was ist das für ein Pass? Herr Cutter, bitte einmal reinschneiden. Wer diese Karte ehrlich freiwillig kauft, los. Der hat bei dir auch noch gar nichts gemacht. Oh, ja, hä? Was passiert hier? Oh mein Gott, bitte. Gib her. Gib mir doch. Sauber. Nice. Oh mein Gott. Ja, ohne Faxen, einfach Deckel drauf machen mit dem Typen, der eigentlich nur einen Fuß hat. Leute, Hauptsache nicht den Ball verlieren. Und vielleicht kriegen wir sogar auch noch eine Chance. Das wäre sehr big. Achso. Ja, was ist das denn für ein Pass? Nein. Nein, wenn dieser Vera, der ist so. Der gleicht ehrlich 10 Bronze-Spieler aus, Mann. Der ist überall. Hey, was war das für ein Match, Mann? Krankes Spiel. Das war jetzt komplett top. Also, es war das mit Abstand krankeste Game, was ich dieses FIFA hatte, wenn ich ehrlich. Crazy. Ja, das mit solchen Karten, ich check das nicht. Bei mir war Coutinho und Gott, deine Bronze-Spieler haben rasiert. Hä? Okay, Leute, ich habe jetzt umgestellt. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Ich meine, wir hatten am Ende, oder ich hatte 2, 4 Bronze-Spieler. Also, ich habe ehrlich mein Bestes gegeben, aber. Ja, Danny hat auch stark gespielt, also congrats an ihn. Im Endeffekt war es schon verdient, er hat verdient gewonnen, so er hat auch mehr Chancen gehabt. Vinicius ist ein bisschen bei ihm gechoked. Aber ich sag dir ehrlich, mein Man of the Match ist Russell, Digga. Mit dem, also das mit Bronzetorwart zu machen, Bronzespieler zu machen, ZM, das ist glaube ich nicht so leicht, Digga. Aber ich habe auf jeden Fall umgestellt, sag deine Positions, Bro, bitte nicht Vini und ich habe so Angst auf Viera, Bro, das wird wehtun. Du hast mir letztes Mal auch ein Icon discardet, die war auch 500.000 wert. Ja, okay, er vergleicht jetzt eine 500.000 Icon mit einer 4,5 Millionen. Ich bin der in der Schule, bei dem du einen kleinen Strich ins Heft machst und ich will jetzt dein ganzes Heft zerreißen. Ich merk schon, Digga, er vergleicht 500.000 Icon mit 5 Millionen. Okay. Ein Pick habe ich nur, ein Pick ist big. Ich nehme bei deiner 4-3-3-Formation den mittleren ZM. Puh. Ja, ich hab Glück gehabt. Eieiei. Mittlerer ZM ist Hakim Ziyech. Also das ist, glaube ich, sehr schnell gut verkraft bei 2600 Coins. Also ganz entspannt. Ja, kannst du einfach discarden. Ja, du hattest aber auch ehrlich, ja jetzt halt, dadurch, dass ich viel erraten habe bei dir, hattest du jetzt viele Bronzekarten, viele, die nichts wert waren. Da ist jetzt schwer, auch mit einem Pick was rauszuholen. Also das ist halt Vinny. Vinny und Patrick hättest du treffen können. Ich habe die beide auf die Flügel getan. Also linker Flügel Vinny, rechter Flügel Patrick. Ich hatte ein bisschen Angst. Also Vinny hätte schon extrem weh getan. Aber Patrick hätte ich nächsten 3 Wochen keinen SBB Macht bringen können. Das wäre geisteskrank. Weißt du, was das Eklige ist? Ich habe halt damit gerechnet, dass du nicht so viel umstellst. Und deswegen bin ich auf den mittleren ZM gegangen, weil er Patrick war. Aber genau den stellst du um und Vini stellst du nicht um. Ja, ich habe ehrlich Glück gehabt. Aber ich habe auch sonst auch viele stehen gelassen. Nia KT ist stehen geblieben. Aber bei mir ist es random. Ich stelle einfach um. Wenn Gott will, dass ich Viera verkaufe, verkaufe ich Viera heute. Oder Quicksanding-Typen. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, dieses SBB war geistes, das war mal was ganz anderes, das ging mir heute ab. Auf jeden Fall, wir nehmen jetzt direkt auch noch ein Rematch für den Kanal von Heisen auf. Wenn das so weitergeht, schaffen wir gleich wahrscheinlich einen direkten Abschlag ins Tor und der Schiedsrichter macht einen Fallrückzieher oder so. Ja, irgendwie sowas passiert im anderen Match. Nee, auf jeden Fall, ja, fühlt sich gut an, gewonnen zu haben, nichts discarded zu haben. Schöne Zeiten. Leute, ey, haut rein, ciao. Haut rein, Jungs.